wie so etwas Alltägliches wie eine Leine die Beziehung zu deinem Hund und vielleicht sogar dein ganzes Leben beeinflussen kann. Darum geht es heute. Mit der Leine ist das ja so eine Sache. Man braucht sie fast jeden Tag. Der Hund mag sie meistens nicht so gerne wie den Freilauf. Wir Menschen mögen es meist auch nicht so gerne, wie den Hund einfach laufen lassen zu können. Aber sie ist natürlich oftmals notwendig und in manchen Situationen sogar vorgeschrieben. Es macht daher Sinn, dass wir uns ein paar Gedanken machen, was denn an der Leine passiert. Vor allem dann, wenn der Hund eben noch nicht so cool ist, dass er durchgehend an locker durchhängender Leine unterwegs ist. Denn was passiert, wenn der Hund zieht? Da kommt erstens mal ein Reflex ins Spiel, aus der Physik heraus, Druck erzeugt Gegendruck, das heißt, der Hund zieht, also ziehe ich im Reflex zurück. Nur was heißt das? Der Hund zieht erst recht stärker. Also dieser Reflex ist das, was so einen richtigen Zerrkampf an der Leine auslöst. Ein Zerrkampf, der sich dann als Prinzip auf die ganze Beziehung übertragen kann, weil der Hund lernt, der Stärkere gewinnt, man muss dem Druck mit noch mehr Gegendruck begegnen und damit setzt man sich am besten durch. Und der Hund ist ja nicht blöd, das überträgt er dann ganz schnell auf andere Situationen im Leben und mit dem Wunsch nach Harmonie, nach Kooperation ist es dann schnell vorbei. Man hat plötzlich ein Gegeneinander anarbeiten, ein fast schon gegeneinander ankämpfen und ein Gezerre im übertragenen Sinn in jeder Lebenslage. Daher habe ich zwei Tipps heute für euch. Der erste ist, wenn der Hund zieht, dann schaut mal, dass dieser Oberarm nicht diesen Reflex hat, sondern dass er einfach nur festhaltet. Das heißt, der Ellbogen bleibt an meiner Seite und der Hund kann da ziehen, er kommt damit aber nicht weiter. Ich bleibe einfach ruhig stehen, ich halte fest und wenn er möchte, kann der Hund jederzeit locker lassen. Genau darauf warte ich natürlich und darauf setzt dann das Leinentraining an. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also nochmal, wenn ich gegenziehe, dann kann der Hund auch gar nicht locker lassen, sondern ich kann einfach nur beim Gegenhalten tatsächlich locker lassen. Könnt ihr ausprobieren, vielleicht mit einem anderen Menschen. Und dann habe ich jetzt aber noch einen Spezialtrick, den ich aus der Pferdewelt mir geholt habe. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt da jetzt diesen Hund, der da zieht, und ihr haltet fest, dann könnt ihr jetzt natürlich noch klug sein und die Physik für euch arbeiten lassen. Denn so, wie der Druck zum Gegendruck führt, führt das Nachlassen des Drucks, also die Entspannung, zur exakt gleichen Reaktion. Das heißt, ich habe da meinen Hund dagegen zieht und dann atme ich einfach aus und stelle mir vor, mein ganzer Körper entspannt sich und vor allem der Oberarm und das Handgelenk entspannen sich. Und schon wird die Spannung auf der Leine weicher, ohne dass ich einen Millimeter nachgegeben habe. Und der Hund geht mit mir in diese Entspannung hinein, weil sich das über die Leine überträgt. Ja, also wenn der Hund zieht, ausatmen, dass er Leinbord schon Spannung hat. Und bewusst entspannen, vor allem in den Schultern und im Oberarm und bis hinein in die Knie. Und dann warten auf den verdutzten Blick des Hundes, der sich umdreht und sagt, ups. Was war denn das jetzt? Das fühlt sich ja viel angenehmer an. Und mit dieser Entspannungstechnik fällt es dem Hund dann auch leichter, auf dein Leinentraining, auf deine Signale oder was immer auch zu hören, weil ihr rauskommt aus diesem Gegeneinander ankämpfen. Und so ein kleiner Zusatztipp, wer das im Leben sonst auch noch ausprobiert, wird genau dieselbe verwunderte, entspannte Reaktion auch beim Menschen beobachten können. Also wenn uns jemand kommt, sagt, und man geht nicht mit genau der gleichen Energie dagegen, sondern sagt, ja, ist meistens der Konflikt auch schon vorbei. Also probiert einfach mal zumindest den Hund aus, was der denn sagt an der Leine. Ihr könnt das wunderbar auch zuerst mit Menschen ausprobieren, bevor ihr an den Hund macht. Und wer mag, kann auch schauen, wo man es auch im Leben sonst noch übertragen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.